Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Shutterspeed. Ihr seht schon neben mir ein paar Chemikalien aufgebaut. In der heutigen Folge zeigen wir euch mal, wie man Schwarz-Weiß-Film zu Hause entwickelt. Wir dachten, wir fangen mal an mit Schwarz-Weiß. Wenn ihr natürlich wolltet, dass wir auch noch ein Video über die Farbentwicklung machen, können wir das gerne auch noch machen. Aber erstmal den Ball flach halten und erstmal entspannt Schwarz-Weiß entwickeln. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr alles braucht. Ja, Preparation is key, vor allem in der Filmentwicklung. Guckt, dass ihr alles da habt und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir zeigen euch das heute anhand des Kits, was es bei Photo Impacts gibt. Und zwar ist das Kit, glaube ich, eine Kooperation von Patterson und Photo Impacts. Da sind einfach schon super viele Sachen dabei. Es ist nicht teuer und ja, eigentlich immer verfügbar. Deswegen kauft euch das gerne, wenn ihr dem Tutorial folgen wollt. Und wenn nicht, gibt auch noch andere Kits. Aber wir arbeiten heute mit dem und zeigen euch das anhand dieses Kits. In dem Kit vorhanden ein Patterson Filmtank. Damit könnt ihr entweder zwei Kleinbildfilme oder einen Mittelformatfilm entwickeln. Dazu gibt es noch einen Messbecher, da sind schon Messangaben drauf. Könnt ihr eure ganzen Entwicklungssachen abmessen, die ihr braucht, oder euren Fixierer. Ist relativ praktisch, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, auch noch mehrere Messbecher zu kaufen, weil, wie gesagt, generell auch immer alles clean halten. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr einfach für jede einzelne Flüssigkeit auch einen eigenen Messbecher habt, damit ihr da nicht irgendwas durcheinander mischt und vielleicht nochmal von dem anderen irgendeine Flüssigkeit dabei ist und ja, dann im Endeffekt euer Entwickler im Arsch ist oder so und ihr euch den Film verkackt. Das wäre natürlich nicht so gut. Deswegen, ja, Messbecher kriegt ihr super günstig irgendwo im Drogeriemarkt. In dem Kit an Chemie vorhanden ist einmal Adonal. Das ist unser Filmentwickler. Da erkläre ich euch gleich auch später noch, welche ja, Messangaben ihr dafür braucht und wie ihr damit entwickelt. Aber generell Adonal Filmentwickler, das ist auch das erste, was in die Dose kommt. Danach haben wir unseren Adofix, das ist unser Schnellfixierbad, das kommt dann in der Mitte rein. Als letztes Adoflow, das ist unser universelles Netzmittel, auch von Adonal. Und damit können wir einfach ja, sicherstellen, dass der Film vernünftig trocknet und wir keine Rückstände auf dem Film hinterher haben. Mit der Chemie, die beim Patterson Kit dabei ist, können wir ungefähr 4 Rollfilme und 7 Kleinbildfilme entwickeln. Ich würde aber behaupten, wenn ihr ein bisschen experimentierfreudig seid und etwas sparsam mit der Chemie umgeht, und sie natürlich auch richtig lagert, könnt ihr da auch ein bisschen mehr rausholen. Ich habe in meinem Fall Laborflaschen, auch von Photo Impacts. Die sind jetzt braune Plastikflaschen. Da ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr lichtdichte Flaschen habt und luftdicht, damit euch die Chemie einfach nicht kaputt geht. Und generell auch immer gerne dunkel lagern und auch nicht ganz so warm. Dann bleibt die Chemie einfach beständig und ihr habt gleichwertige Ergebnisse. Ja, damit ihr die Flaschen nicht durcheinander bringt oder auch hinterher dann im Entwicklungsprozess entspannt die Chemie eingießen könnt und auch wisst, was was ist, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Flaschen zu beschriften, sowohl den Deckel als auch den Flaschenhals oder den Flaschenkörper, damit ihr einfach genau wisst, welche Flasche zu was gehört, weil ich hatte es auch schon ein paar Mal, dass mir dann ja irgendwie der Deckel woanders drauf gekommen ist oder ich dann den Deckel gesucht habe und dann war die Flasche nicht beschriftet. Deswegen definitiv immer beides beschriften und auch beides zusammen lagern. Was jetzt in dem Kit auch nicht mit dabei ist, ist ein Trichter. Der ist natürlich super praktisch, um die Chemie, wenn ihr entwickelt habt, wieder zurückzufüllen, damit ihr einfach nichts vergießt oder ihr keine Chemie verschwendet. Die Schwarz-Weiß-Entwicklung findet ungefähr bei 20 Grad statt. Das ist super easy zu halten, weil ihr kriegt es halt aus dem Wasserhahn und könnt die Temperatur dann zwischendurch immer überprüfen mit einem Thermometer. Bei dem Kit ist auch ein Thermometer mit dabei, allerdings nur so ein Glasthermometer, was wahrscheinlich die meisten vielleicht noch aus der Schule kennen. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach bei Amazon noch für kleines Geld ein Thermometer nachzukaufen mit Display. Kriegt ihr für 5-6 Euro, verlinke ich euch auch gerne nochmal unten. So könnt ihr dann easy die 20 Grad halten und immer wieder überprüfen. Um unseren Film zu entwickeln, brauchen wir überhaupt erstmal die Lasche aus unserer Filmdose. Dafür gibt es mehrere Varianten. Ihr könnt zum einen, ja, die brutalste Variante, die Filmdose einfach aufbrechen. Ich präferiere aber persönlich, das Negativ aus der Dose rauszuholen und dann ganz normal einfach aus der Dose auf die Spule aufzuspulen. Dazu gibt es einen relativ simplen Trick. Ihr nehmt euch einfach ein altes Negativ, macht es ein bisschen nass und spult es dann in die Dose ein. Danach dreht ihr ein, zweimal an der Dose und hört ein leichtes Klicken. Also haltet die Dose am besten wirklich neben euer Ohr und hört genau hin. Und wenn ihr ein Klicken gehört habt, dreht ihr nochmal ein, zweimal in die andere Richtung, also in die entgegengesetzte Richtung, und zieht das Negativ, was ihr gerade reingeschoben habt, wieder raus. Macht das relativ langsam und wenn das dann alles funktioniert hat, ist eure Lasche, die in der Dose vorher war, mit rausgekommen. Wenn es nicht geklappt hat, probiert es einfach noch ein, zweimal. Und dann sollte es auch funktionieren. Ich finde die Variante, den Film einfach aus der Dose wieder rauszuholen, deutlich besser, weil das könnt ihr auch noch im Hellen machen. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, den Film im Hellen zu beschneiden. Das Beschneiden macht man einfach, um den Film dann hinterher einfacher auf die Spule aufzuspulen. Und dazu müsst ihr einfach nur die Ecken einmal abrunden. Das ist relativ easy mit einer Schere.
und danach könnt ihr den Film dann super easy auf die Spule aufspulen. Alles, was jetzt passiert und was wir hier machen, muss bei euch hinterher bei der Entwicklung auf jeden Fall in absoluter Dunkelheit passieren, damit ihr auch wirklich Bilder auf dem Film habt und der Film nicht vorher schon in irgendeiner Weise belichtet wird. Bei eurem Filmkit ist auch ein Testnegativ dabei, das wurde schon mal belichtet, damit könnt ihr auf jeden Fall auch im Licht arbeiten, das ist kein Problem und damit könnt ihr einfach ein bisschen die Spirale kennenlernen, einfach ein bisschen kennenlernen, wie sich das negativ verhält, wie sich das vielleicht auch mal knickt oder so, weil das kann auf jeden Fall mal passieren. Deswegen übt damit wirklich ein paar Mal das Einspulen, bis ihr euch wirklich sicher seid, damit ihr euch dann auch an den richtigen Film rantrauen könnt. Um den Film in die Spule einzuspulen, nehmt ihr euch eure Lasche, die ihr vorher angeschnitten habt, führt das Ganze zwischen die zwei Zähne, die auf eurer Spule sind und führt das Ganze so weit, dass ihr vor die Kugeln kommt. Schaut euch das wirklich vorher an, damit ihr auch versteht, was ich meine. Und sobald ihr über den Kugeln seid, funktioniert das Ganze einfach nur per Mechanismus. Ihr könnt die Spule einfach gegeneinander drehen, zieht das Negativ somit immer weiter aus der Dose raus und das Negativ spult sich quasi automatisch auf eure Spule auf. Und wenn der Film dann komplett aufgespult ist, merkt ihr das, weil es geht halt nicht mehr weiter. Und dann schneidet ihr einfach ganz knapp entlang der Filmdose, damit ihr so wenig wie möglich vom Film verschwendet. Sobald wir dann unseren Film aufgespult haben und alles geklappt hat, legen wir die Spule inklusive dem aufgespulten Film wieder zurück in die Dose. Bei der Dose haben wir zwei verschiedene Deckel. Der eine Deckel ist zwar offen nach oben hin, ist aber trotzdem lichtdicht. Das heißt, sobald ihr den ersten Deckel drauf getan habt, ist das Ganze lichtdicht. Wenn ihr aber sicher gehen wollt, könnt ihr den zweiten Deckel auch noch drauf tun. Und somit ist das Ganze lichtdicht geschützt und wir können unseren Wechselsack öffnen und mit der Entwicklung voranschreiten. Als erstes bei uns in die Dose kommt unser Entwickler. Das ist in unserem Fall der Adonal. Der wird in einem Mischverhältnis von 1 zu 25 angesetzt. Das heißt, wir brauchen 12 Milliliter von unserem Adonal. Das messen wir am besten, ja, ich mache es immer mit einer Waage. Da kann man es ganz easy abmessen. Und ja, dann füllen wir das Ganze auf, bis wir auf 300 Milliliter Flüssigkeit kommen. Das heißt, wir brauchen noch ziemlich genau 288 Milliliter Wasser, die dann 20 Grad warm sind und auch die 20 Grad am besten halten. Beim Entwickler ist es immer von Film zu Film unterschiedlich, wie lange der am besten drin bleibt. Dafür gibt es eine App, die verlinke ich euch mal unten. Da könnt ihr immer nachgucken nach User Experiences, was es einfach am besten für den Film für Zeiten gibt. Meistens pendelt sich das Ganze zwischen 5 bis 6 Minuten ein. Dann fangt ihr einfach an, kippt die Flüssigkeit rein. Die ersten 10 Sekunden macht ihr durchgehende Inversion Cycles, damit die Chemie sich einmal überall setzen kann. Inversion Cycles sind in dem Fall einfach Drehungen um die eigene Achse. Danach fangt ihr an mit der Standentwicklung. Da dreht ihr das Ganze dann alle 30 Sekunden viermal, also alle 30 Sekunden 4 Inversion Cycles, damit dann die Flüssigkeit wirklich überall hinkommt und auch der Film komplett entwickelt wird. Also circa 3 bis 4 Sekunden bevor die Zeit vom Entwickler abläuft, fangt ihr einfach schon mal an, den Entwickler wieder zurück in eure Flasche zu kippen. Das macht ihr dann mit dem Trichter, damit ihr auch nichts verschwendet. Passt darauf natürlich auf, dass ihr das in die richtige Flasche kippt. Weil, wie gesagt, Ordnung ist alles. Nicht, dass ihr dann hinterher irgendwie noch die falsche Flasche nehmt oder so. Sobald ihr das Ganze dann wieder ausgekippt habt und ja, ihr auch die letzten Tropfen mit rausbekommen habt, fangt ihr an, einmal kurz die Dose auszuwaschen, damit einfach die letzten Überreste vom Entwickler wieder rausgehen. Nachdem wir das getan haben, kommen wir zu unserem Adofix. Das ist unser Schnellfixierbad. Das mischen wir in einem Verhältnis von 1 zu 5 an. Kurz Quick Math. 1 zu 5 heißt 60 Milliliter. Und darauf dann 240 Milliliter Wasser, damit wir wieder auf 300 Milliliter Arbeitslösung kommen. Das Schnellfixierbad bleibt 3 Minuten bei uns in der Dose. Da sind die Inversion Cycles auch nicht ganz so wichtig. Ich halte mich trotzdem meistens so an alle 30 bis 60 Sekunden. Aber da ist es nicht so wichtig wie beim Entwickler. Deswegen könnt ihr da ganz entspannt machen. Stellt euren Timer auf 3 Minuten. Und ja, dreht einfach mal alle 30 bis 60 Sekunden. Ja, kurz bevor eure 3 Minuten wieder abgelaufen sind, kippt ihr die Flüssigkeit wieder zurück in euren richtigen Behälter und danach müssen wir einmal wirklich gründlich waschen. Also wascht das Ganze wirklich so, ja, in der Anleitung steht, glaube ich, so 7 bis 10 Mal gründlich aus. Ihr könnt die ganze Dose auch einfach 3 Minuten lang unter Wasser stellen. Ich bin aber eher Fan davon, ja, wenn man es selber auswäscht, weil ich das Gefühl habe, dann kommt man in mehr Ecken und kann die Dose einfach nochmal gründlicher waschen und kriegt wirklich alles an Chemie draus, was da drin ist. Ja, sobald wir dann uns sicher sind, dass die Dose gründlich ausgewaschen ist,
können wir tatsächlich auch das erste Mal unseren Deckel abnehmen, weil der Film ist jetzt fertig entwickelt und ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen, dass er wegen Licht irgendwie belichtet wird oder die Bilder nicht drauf sind, sondern jetzt könnt ihr auch das erste Mal wirklich gucken, dass Bilder auf eurem Film gelandet sind. Und um das Ganze jetzt vernünftig trocknen zu lassen, brauchen wir jetzt unseren Universal-Netzmittel. Das ist in unserem Fall das Aduflow von Adonal auch. Und ja, um das anzumischen, brauchen wir ca. 30 Tropfen auf wieder 300 Milliliter. Aber da ist jetzt auch nicht so die Präzision geboten. Also wir brauchen da nicht genau 30 Tropfen, ist auch ein bisschen schwierig mit diesen Flaschen abzumessen. Deswegen, wenn es 35 oder 25 sind, ist auch egal. Es geht wirklich einfach nur ums Trocknen und ihr müsst da nicht noch irgendwie was entwickeln oder fixieren. Also macht euch da keine Sorgen und messt das grob ab. Und dann könnt ihr das einfach einfüllen. Und sobald ihr es eingefüllt habt, lasst ihr das ungefähr eine halbe bis eine Minute drin. Ihr habt so einen schönen Stab bei eurem Kit mit dabei, wo ihr die Spirale so ein bisschen drehen könnt in eurem Bad. Wenn ihr das Ganze dann wieder fertig habt, kippt ihr das Ganze wieder aus. Wenn wir dann unsere Dose wirklich gründlich ausgewaschen haben, müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass unser Film auch vernünftig trocknet. Am besten in einen so gut wie staubfreien Raum hängen. Dadurch, dass der Film halt jetzt nass ist und noch trocknen muss, zieht er einfach super viel Staub und Dreck an. Und deswegen hängt ihr den am besten ins Bad. Das ist, glaube ich, bei den meisten der am staubfreiendste Raum. Und ja, ihr macht vorher einmal die Dusche ein bisschen nass mit dem Duschkopf, einfach einmal durch die ganze Dusche gehen. Vielleicht sogar heißes Wasser, damit ihr ein bisschen Wasserdampf habt, damit der Film schneller trocknet. Dann hängt ihr den Film einfach an die Filmklipse. Teilt den am besten nochmal einmal in der Mitte durch, weil sonst ist er, glaube ich, ein bisschen lang bei den meisten. Dann könnt ihr den Film ganz entspannt trocknen lassen. Lasst den Film so zwischen 3 und 24 Stunden trocknen, würde ich sagen. 3 Stunden ist wirklich so das Minimum. Aber wenn ihr wirklich beste Ergebnisse haben wollt und ja, dass der Film nicht noch nass ist, lasst ihn wirklich einfach über Nacht hängen, 24 Stunden, und dann habt ihr die besten Ergebnisse. Ja, jetzt ist unser Film fertig zur Weiterverarbeitung. Ihr könnt entweder Abzüge machen oder den Film digitalisieren mit Hilfe eines Scanners. Auf das Thema Scanner gehen wir jetzt in dem Video auf jeden Fall nicht mehr ein, weil das wird einfach den Rahmen sprengen. Und wenn ihr dazu nochmal ein separates Video haben wollt, dann schreibt das gerne einfach nochmal unten rein. Ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß, euren ersten Film zu entwickeln und auch viel Erfolg. Ich würde sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Shutterspeed-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutterspeed.